Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den Krone-Profi-Liner mit Rampe euch heute mal hier vorstellen. Finde ich ganz coole Sache, das Ganze hier. Ja, kostet hier 30.000 Euro in Anschaffung, Miete. Hier haben wir 1530, 7,7 Tonnen Eigengewicht. Und hier den Reifen Conti Cross Drag HS3 drauf. Wir haben jetzt hier das Design einmal hier Krone, dann hier von Farming Simulator, dann also neutral, also ohne irgendwas. Ja, ist eigentlich so nichts Besonderes. Wir können hier, wie wir sehen, hier Farbwahl das Ganze machen. Dann natürlich hier Fahrgestell können wir uns hier auch aussuchen. Lackierung, wenn wir möchten. Dann hier Designfarbe, machen wir mal ein Pink, dass wir mal sehen, jetzt was hier so hier natürlich mit der Farbe hier haben. Felgenfarbe können wir hier auch wählen. Haben wir jetzt hier Chrom, Grau, Weiß oder Schwarz. Ja, ich würde auf Chrom bleiben, also machen wir das so. Ja. Kennzeichenwahl hier, so wie wir es natürlich gewohnt sind. Ja, das war's eigentlich soweit das hier, was er uns hier so zu bieten hat. Kein Autolot oder sowas, ist ganz normal. Nur, dass er eine Rampe hinten nachher hat, wie wir hier jetzt noch nicht also hier sehen können. Aber wir werden uns das gleich hier mal auch anschauen. Ich habe jetzt mal hier so obligatorisch mal hier ein paar Paletten drauf gehauen. Hier, wie wir mal sehen, also 12 Stück hier an der Zahl. Wie damit die Gurte hier das Ganze hier natürlich funktioniert. Dann haben wir hier mit der Taste Y, wie wir hier sehen, hier die Möglichkeit, das Ganze einmal hier zuzumachen. Ja, es geht jetzt leider hier durch, weil die Plane, wie wir sehen, ich habe das nicht richtig hier also platziert drauf. Ja, dann können wir das Ganze hier natürlich hier auch hier mit X hinten aufklappen. Und dann mit der Maussteuerung hier die Rampe uns rausfahren. So her, man muss halt aufpassen, dass man nicht so weit runter, sondern nur ein bisschen das macht hier, so her. So, sehen wir jetzt, da haben wir es richtig. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir mit X das gemacht. Nein, ich fahre nicht automatisch ein, wie wir sehen. Sondern du musst das dann hier mit der Maussteuerung hier oder Tastatur, wie du sie belegt natürlich hast, hier, wie wir sehen, Verschwindibus hier unten her lassen. Ja, wir können jetzt das Ganze hier, die Plane auch noch hier mit U, also natürlich hier wählen, also links hinten geht sie auf. Geht das Ganze hier nach vorne, geht ein bisschen ratzfatz. Dann natürlich hier wieder zu. Das geht halt ein bisschen langsamer. Und dann natürlich jetzt hier die andere Seite ist hier auch. Dann haben wir vorne rechts. Natürlich. Und dann machen wir es wieder dazu. Und dann ist natürlich hier dann auch vorne, also hinten rechts, so wollte ich sagen. So, geht sie so her auf. So, da habe ich jetzt hier mal, also hier den schicken Audi mal raufgefahren. Über die Rampe, das war hier also Schwerarbeit. Ich habe mir gedacht, ja, könnte man euch mal zeigen hier, ja, einen coolen Audi mal hier drauf zu fahren. Leider Audi, wie wir mal sehen, hier... Also kannst du runterzonen. Auch geht, wie wir es hier gesehen haben. Aber leider halt oben rauf. Drüber gehen die nicht. Da geht jetzt hier nichts. Wir schauen hier hinten. Nein, auch nicht. Nur vorne hat er irgendwie reagiert. Also, wir können hier, wie gesagt, bei denen hier mit der Maussteuerung hier die Rampe reinfahren. So. Und natürlich mit X schließen wir das Ganze hinten. Mit Y machen wir die Plane mal zu. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Ob da nicht rausblitzt. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Aber wie wir mal sehen, hier, du kannst hier einen fetten Audi hier natürlich hier transportieren. So. Schauen wir auch hier. Rückfahrlicht hier funktioniert. Bremslicht hier funktioniert. Schauen wir hier mal die Blinker natürlich hier. Das normale Licht hier. Dann hier seitlich, jetzt könnten wir auch noch mal hier natürlich extra mal hier die Zeit mal vorspulen, dass wir hier das Ganze hier im Dunkeln sehen.
Sieht dann so her aus natürlich. Cool wäre es natürlich, wenn er hinten noch so Lampen dran hätte. So her. Ja, passt doch wirklich ganz gut hier das Ganze. Finde ich. So, ich denke mal, spulen wir gleich mal wieder vor. Na, ein bisschen. So. Ist ein bisschen düsig, ja. Jedenfalls, lockmäßig, wie wir hier sehen, ist hier fehlerfrei. Ich finde, es ist sehr gut. Dynamische Schläuche hier sind hier vorhanden und funktionieren. Ich hoffe, euch hat natürlich hier dieses kurze kleine Video hier, natürlich hier über den Krone Profiliner mit Rampe natürlich euch gut gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich persönlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.